Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einem weiteren F1 Recap. Heute mit dem großen Preis von Spanien der Formel 1 Saison 2023. Insgesamt ein, wie ich finde, sehr interessantes Wochenende. Wir hatten einiges im Quali, was sehr, sehr interessant aufgefallen ist. Drei von den Favoritenteams, die komplett abgestunken sind. Russell auf P12, Perez auf 11 und ganz, ganz weit abgeschlagen Charles Leclerc auf P19. Und das, obwohl Ferrari ein neues Upgrade gebracht hat. Im Rennen war einiges los im Mittelfeld und anfangs auch an der Spitze. Unter anderem die Aufholjagd von Perez und Russell, die war auch interessant anzuschauen. Ja, und wir haben einige Themen. Quatschen wir vielleicht erstmal über die großen Gewinner. Max Verstappen dominiert das Ding. Easy peasy lemon squeezy. Also wirklich richtig starkes Wochenende. Und wenn man mal guckt, wo Perez gelandet ist, der ist ja am Platz vor Russell gestartet. Nach dem Start war er knapp hinter ihm, ja. Aber insgesamt hat sich Russell dann im Renntrim sogar gegen Perez durchsetzen können, trotz ähnlicher Ausgangssituation. Lewis Hamilton auf 4 gestartet, durch die Pierre Gasly-Strafen profitiert. Hat sich am Ende auch dann vor Perez positioniert. Insofern Verstappen klarer Gewinner des Wochenendes. Perez mit einem zweiten Wochenende, wo er mächtig Boden verliert in der Meisterschaft. Was mächtig auch an dem Ego kratzen dürfte. Und ja, natürlich liegen jetzt alle Karten bei Verstappen und wir spielen hier nicht Uno. Insofern hat er hier bald, glaube ich, schon die ersten Matchbälle, die er hier holen kann für die Meisterschaft. Mercedes dürfte mit dem Upgrade recht happy sein. Mercedes und auch Alfa Romeo haben ihre Upgrades ja dann in Monaco gebracht, statt wie geplant in Imola, was ja aus bekannten Gründen ausgefallen ist, das Rennen. Und Monaco kann man ja nicht so richtig als Referenz nehmen, ob jetzt irgendwas funktioniert oder nicht, weil es ist eine sehr besondere Strecke. Aber in Katalonien hat das jetzt alles funktioniert. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich ist auch Mercedes letztes Jahr in Katalonien recht stark gewesen. Aber das war, glaube ich, auch so der Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, auch im Rest der Saison relativ gut zumindest zu sein mit dem Auto. In Kanada waren sie ja auch nicht so schlecht unterwegs. Wie dem auch sei, Lewis Hamilton, klarer Zweiter, Russell ziemlich deutlich Dritter. Am Ende, ja, so 3 Sekunden vor Sergio Perez, hat vielleicht noch ein bisschen am Ende Luft rausgenommen, als man gemerkt hat, okay, das wird reichen, wir müssen jetzt keine Risiken eingehen. Insofern, zu Verstappen fehlt da noch eine ganze Menge. Nicht so viel wie zu den ersten Rennen, aber Verstappen hätte sicher auch noch ein bisschen stärker pushen können. Aber Mercedes dürfte recht happy sein mit diesem Wochenende, obwohl es einmal eine klare Misskommunikation gab. Im Quali lässt Russell vor der letzten Kurve Carlos Sainz passieren. Lewis Hamilton gast dahinter direkt an, hinter Carlos Sainz, um seine schnelle Runde zu beginnen, und niemand sagt Russell Bescheid, dass Hamilton auf die schnelle Runde fährt. Russell zieht auf der Geraden einmal rüber, weil er Hamilton nicht erwartet dort. Sieht man auch anhand dessen, wo Russell halt hinguckt. Im Endeffekt könnte man natürlich trotzdem sagen, Russell hätte da einen besseren Überblick bewahren müssen. Das Team hätte das aber auch definitiv besser kommunizieren können. Wobei ich mich eh frage, hätte diese Runde so gut werden können in Q2, dass er da rauskommt, wenn Lewis Hamilton irgendwie auf der Geraden gefühlt 3, 4, 5 Zehntel aufholt, nur auf Startziel. Also vielleicht war die gesamte Rundenvorbereitung bei George Russell einfach nicht gut und er hätte deutlich vor der letzten Kurve schon, also deutlich früher schon vor der letzten Kurve, voll durchpushen müssen. Nun ja, ist aber trotzdem mit einem blauen Auge davon gekommen, sowohl Russell als auch Mercedes als auch Hamilton. Da hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können, diese Kollision. Insofern starkes Wochenende für Mercedes, das Upgrade. Mal gucken, ob das jetzt eine stabile Basis darstellt, auf der man aufbauen kann. Ja, und Carlos Sainz auf der 5 hat eigentlich ein ziemlich gutes Rennen abgeliefert, aber insgesamt hat man nicht so viel davon sehen können. Die Referenz, die er hat, teamintern, Charles Leclerc, ist von 19 auf 11 am Ende nach vorne gefahren, begünstigt durch eine 5-Sekunden-Strafe bei Yuki Tsunoda. Also bei Ferrari lief an diesem Wochenende nicht so unglaublich viel. Was lief, war halt eben Carlos Sainz und das Auto, weil die haben relativ gut Aston Martin und Alpine dadurch auf Distanz halten können. Wäre Carlos Sainz ähnlich wie Leclerc unterwegs gewesen, wäre das nicht möglich gewesen. Tja, und auch Aston Martin hatte hier so einen kleinen Dip in der Leistung. Alonso hat aber schon angekündigt, man wird die Gegner crushen mit einem Kanada-Update. Wir werden es mal sehen, aber letztendlich hat Aston Martin P6 und P7 geholt. Stroll erstmals vor Alonso, sowohl im Quali als auch im Rennen. Hat da relativ viel gemunkelt über einen kaputten Unterboden bei Alonso, inwiefern das stimmt oder nicht, I don't know. Im Endeffekt war Stroll an diesem Wochenende mal gut, das kann man so lobend hervorheben. Und Esteban Ocon direkt dahinter auf Platz 8 mit einer recht harten Verteidigung mal wieder gegen Fernando Alonso hat Pierre Gasly in dem Fall ein bisschen alt aussehen lassen. Pierre Gasly stand im Quali im Prinzip jedem vor der Nase rum. Am Ende waren sie doch sehr, sehr dicht beisammen und obwohl bei Gasly alles irgendwie nicht zusammenlief,
hat, also augenscheinlich hatte Ocon das deutlich bessere Rennen. Am Ende, jetzt muss ich dieses alt aussehen lassen, noch ein bisschen revidieren. Am Ende waren sie doch recht dicht beisammen. Insgesamt war das ein okayes Wochenende für Alpine. Immerhin konnten sie recht nah an den Aston Martin dran sein und einen der Ferrari besiegen, auch wenn der natürlich eine schlechte Ausgangsposition hatte. McLaren hätte eigentlich einen Grund gehabt, dieses Wochenende sich zu freuen, auch wenn es am Sonntag nicht die optimalen Bedingungen für das Team waren. Sie hatten ein Auto auf Startplatz 3 mit Lando Norris, der sich direkt beim Start den Frontflügel kaputt fährt. Eher so meh. Meh waren vor allem auch die Performances von Haas als gesamtes Team. Nico Hülkenberg war da am Ende noch ein bisschen vor Magnussen, aber ganz ehrlich, das Auto frisst Reifen wie sonst was. Darüber hinaus haben wir bei Valtteri Bottas überhaupt keinerlei Meldung, dass er überhaupt noch aktiv in diesen Renngeschehen mitmacht. Also das ist erschreckend, wie schwach der diese Saison ist. Und ganz im Gegenteil dazu, und deswegen sage ich auch, es gibt einige Gewinner der Upgrades und einige verlieren dadurch oder können nicht glänzen, obwohl es Upgrades gibt. Im Fall von Alfa Romeo, Bottas, absolute Flop-Vorstellung und Joe Guan Yu holt 2 Punkte für Alfa Romeo. Saustark gefahren und das Auto irgendwo hin positioniert, wo es Bottas nicht hin positionieren konnte. Ja, und insgesamt haben wir einige Überholmanöver gesehen. Ich finde es gut, dass die Schikane weg ist. Das Wochenende hat sehr viel Spaß gemacht. Mercedes zieht jetzt deutlich vorbei an Aston Martin. Ich hoffe, dass die da jetzt nicht aufhören werden, eine klare Nummer 2 zu sein, sondern entweder dass Aston Martin wieder aufschließt oder dass Mercedes zu Red Bull aufschließt. Was davon passiert, ist mir erstmal egal. Natürlich wäre ein WM-Kampf schöner, aber es ist ja, glaube ich, schon ein abgefahrener Zug. Wie dem auch sei, wir werden sehen, wie die nächsten Wochenenden werden. Wie fandet ihr das Rennen? Teilt es mir gerne mal in den Kommentaren mit. Ansonsten merci fürs Einschalten. Bis demnächst. Tschö, tschö.